Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Harvest Moon. Wir gucken mal, was sich in der Zwischenzeit so getan hat, seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe. Und ja, gucken, wie die One World weitergeht. Aber erstmal ein kleines Intro. Bis gleich. So, Doc braucht 2 Eichenholz. Eichenholz haben wir wirklich in rauen Mengen, das ist kein Problem. Da haben wir noch 63, also 2 Eichenholz. Dann nehmen wir mal bei der Gelegenheit gleich 2 Erze mit, die wir verschenken. In der Zwischenzeit hat sich der Erntegeist am Strand befreien lassen. 3 Golderze für Dieter. Haben wir denn noch 3 Golderze? Da wird schon spezieller. Ja, jedenfalls der Erntegeist am Strand hat sich befreien lassen. Ich habe einmal bei einem der Minenangestellten unsere Hacke und unsere Gießkanne verbessert, sodass 3 Felder gleichzeitig gehen. Und wir suchen jetzt verkrampft in der Wüste nach der Wasserkamille. So, und ich habe ein Experiment gestartet mit dem Anbau von Samen, die hier eigentlich zu der Jahreszeit überhaupt nicht wachsen, aber in der Hoffnung, dass sie trotzdem was werden, weil ich sonst nicht mehr an Melonen, Salat und den ganzen Kram komme. So. Ach ja, in der Zwischenzeit ist hier auch meine zweite Kuh ausgewachsen. Malis. Da habe ich natürlich leider keinen Platz für das Schaf, was ich dringend bräuchte, aber das kostet eh 20.000, das kann ich mir nicht leisten im Moment. Oh, wenn das weiter so geht, muss ich bald dringend Tierfutter herstellen. So, der kleine Piepmatz hier ist auch geschlüpft. Eier brauchen irgendwie gefühlt noch länger als Kühe. So, Dünger ist übrigens kein Problem, aber Tierfutter. So, dann düngen wir mal eben schnell die Dinger hier. Obwohl, da wächst ja das, was wachsen soll. Wie gesagt, ich versuche hier die Mission fertig zu kriegen. Und dafür müssen wir halt eben ein bisschen düngen. Weil eigentlich Wassermelonen nur im Frühjahr und im Sommer wachsen und wir schon den Herbst haben. So, und wie immer viel zu viel Zeit verloren hier. So, was sagt der Kalender?
Morgen ist das Reitturnier. Da möchte ich auf alle Fälle dran teilnehmen an diesem Reitturnier. So, dann gehen wir einmal zu Doc. Ja, ich habe dir deine Sachen vorbeigebracht. Sehr schön. Ginkgo-Holz bekommen. Gut. So, dann schenken wir Doc erstmal was. Wir haben schon 3,5 Herzen zusammen. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo ist der Dieter, zu dem wir sollen? Jetzt mal auf Verdacht hier oben hin. Ich meine, der wäre im Lebkuchendorf. Okay, eigentlich ist Dieter hier, aber im Moment nicht. Ja. Okay, dann versuchen wir mal in der Stadt jetzt irgendwie doch nochmal die Wasserkamille zu kriegen. Hibiskus, ja. Also soweit ich weiß, kriegt man die Wasserkamille oben in der Wüste. Und die brauchen wir, damit wir unsere anderen Werkzeuge verbessern können. Ne, weil ohne die verbesserten Werkzeuge in der Mine lohnt es sich nicht wirklich. Ja, Regen in der Wüste und nein, ich muss trotzdem Kokosmilch nehmen, um mich abzukühlen. Ist das mies. Okay, jetzt klappern wir mal die Erntegeister in der Wüste ab. Rote Rosensamen. Noch mehr rote Rosen. Und? Kamillesamen, ja! Läuft doch. Noch mehr Kamillesamen. Wo wird der denn überhaupt angebaut? Jetzt sag nicht, das kann ich hier gerade nicht nachgucken. Normales Gelände und Wüste und das im Frühling und im Sommer. Ja, okay. Das ist natürlich schade. Zwiebelsamen, was habe ich denn hier oben noch so zu holen? Blaue Rose, okay. So, dann machen wir jetzt einmal den Rundumgang hier. Dieter ist immer noch nicht da, okay. Da war Dieter gerade. Ich hab's gesehen. So, dann gehen wir mal zu Dieter jetzt. Sehr schön. Was kriegen wir dafür?
Grünkohlsamen 10-mal. Ja, super. Also im echten Leben hasse ich ja Grünkohl, aber okay. So, hast du noch was Neues für mich? Da sind Erdbeersamen. So, jetzt brauchen wir die warme Milch, damit wir hier durch den Schnee ohne Probleme kommen. Weiße Rosesamen, Spinat. Hier kommen wir eh nicht weiter, solange wir nicht die Schafswolle haben. So, aber bei der Gelegenheit geben wir doch hier meinem Schwarm mal ein Geschenk. Wir sind auch schon auf 2,5 Herzen, hä? Ja, ich bin so freundlich zu dir. So, jetzt müssen wir einmal das Inventar leer machen. So, was haben wir denn hier? 6 Mark Kamille. Pflanzen wir die Kamille mal an. Ja, ich war als falsche Jahreszeit, falscher Ort. Eigentlich könnte ich jetzt auch alles anbauen hier, oder? Ja. Dann machen wir das ganze Feld startklar, was soll's. Dann bauen wir alles an. So, ohne Rücksicht auf Verluste. Entweder wird das Experiment was, oder das Experiment wird nichts. So, einmal durchgedüngt. Es sammelt sich so langsam an. So, guck mal her, wo sind die Sardinen? Die nehmen wir jetzt alle mit. Und die 8 Eier. Siebenmal gegrillte Sardine.
Und 8 Eier. Gibt ein Herz. Das ist doch... Das finde ich gut. Nice. So, und einmal noch in die Lebkuchenmine. Die restlichen Herzen verballern, ne? Wie gesagt, ab der 10. Ebene kommt schwereres Gestein, aber leider kann ich das dicke Gestein nicht abbauen, weil da das Werkzeug nicht für reicht. Und solange ich an diese besseren Erze nicht drankomme, kann ich natürlich auch nicht richtig Geld machen, komme ergo facto kaum an die Schafe und komme auch nicht an den Ausbau meiner Wohnung und komme damit in der Story nicht weiter. Und außerdem müssen wir mal so ein paar Erze nachholen, damit wir die Mission hier erledigen können, ne? Gefährlich. Genauso gefährlich. Na komm. Wir wollen ja das Reitturnier noch erleben. Von daraus gehen wir mal direkt zurück. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir verballern noch den Fisch, aber... Okay, wir haben ja im Moment wenig Tierfutter. Ich habe zum Glück ein bisschen Gras gebunkert. Jetzt haben wir erstmal 20 mal Tierfutter wieder. So, speichern und schlafen. Und dann gucken wir mal, was jetzt dieses Reitturnier bringt. So, Anmeldung ist bis 10 Uhr. Oh, keine Post heute. Ah, guck mal. So ein paar Sachen wachsen anscheinend doch. Finde ich gut. Brauchen zwar länger, aber... So, also diese Dreifachgießung, das ist schon eine Zeitersparnis sondergleichen. Und dann sehen wir auch, wie langsam und unterschiedlich die Sachen wachsen. Aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem fertig. Der Spargel ist auch schon erkennbar. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen extra Zeit, dann kann man auch mit extra Zeit durchaus an den anderen Stellen. Ja, das wächst auch nicht so perfekt hier, aber... Kokosbäume sind Kokosbäume.
So, bis 10 Uhr müssen wir uns übrigens angemeldet haben beim Reitturnier, sonst kommen wir zu spät. Deswegen, so ewig kann ich mich jetzt hier nicht mehr aufhalten, aber ich habe gerne die Stelle fertig, bevor ich so ans Tageswerk gehe. Das Küken ist fertig. Es gibt ab jetzt 3 Eier. Wie geil. Oh, genug Platz im Inventar und jetzt nichts. Wie ab hier zu diesem Reitturnier. Zum Glück brauchen wir nicht mit dem Pferd dahin. Wir brauchen ja, guck sie an, hier alles geschmückt. Da sind die Girlanden für das Reitturnier. Wir haben noch eine Stunde Zeit für die Anmeldung. Sehr schön. Tack, 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 tack. Ich bin echt gespannt. Na, aber viel später hätten wir jetzt auch nicht hier hingedurft. So, wir speichern mal einmal vorsichtshalber. Na. Mach mal einen Alternativspielstand so langsam. So, lass mich anmelden. Samantha, Heda, möchtest du am Reitturnier teilnehmen und einen heißen Ritt hinlegen? Ja. Los, trag mich ein. Natürlich möchte ich das. Wähle die Schwierigkeitsstufe, auf der du teilnehmen möchtest. Anfänger. Ja, alles klar, Mädel. Ich kann ja nur als Anfänger starten. Ein sehr beeindruckendes Pferd. Du kannst damit super schnell reiten. Ausgezeichnet. Und jetzt sattle für die Öffnungszeremonie auf. Also gut, Leute. Das Reitturnier geht bald los. Hört mir genau zu, ihr wilden Kerle und Mädels. Für dieses Rennen haben wir jede Stufe Kontrollpunkte aufgestellt. Ihr müsst durch die Flaggen, nicht daneben, nicht drumherum, durch die Flaggen, entlang der Strecke galoppieren und dann hierher zurückkehren. Derjenige, der als erstes die Ziellinie überquert, gewinnt. Nicht der zweite, nicht der dritte, sondern der erste. Und nur dann, wenn ihr wirklich alle, aber ich sage auch nochmal alle, Tore passiert habt. Und damit erkläre ich das Reitturnier für eröffnet. Möge der beste Reiter gewinnen. Auf, ihr wilden Hengste. Okay, da ist eine Flagge. Ach nee, man muss die Flaggen nicht durchreiten, man muss die... Oh, scheiße. Oh, das war jetzt Mist. Das heutige Rennen war eine hitzige Angelegenheit. Ich möchte allen Teilnehmern danken. Bitte spendiert allen Reitern einen kräftigen Applaus, egal wer das Rennen heute gewonnen oder verloren hat. Erlaubt mir nun, die Ergebnisse zu verkünden. Der große Champion des Reitturnieres ist... Ja! Ja! Trotz dieser Peinlichkeit nicht durch die Tore reiten, sondern die Fahnen umreiten. Blutzack mit einer Zeit von 0,08. Gut gemacht. Wie fühlst du dich nach einem solchen Kopf-an-Kopf-Rennen? Ich habe schon lange nicht mehr so etwas Aufregendes gesehen. Ah, du kannst gerne mal zu mir kommen, dann diskutieren wir das weiter. Aber ich stehe ja mehr auf Hasen. Und hier ist dein Preis. Ich wette, du wirst ihn noch lange, lange in Ehren halten. Und nochmal, denk dran, ich stehe auf das Duracell-Häschen. Nette Postbotin. Das Reitturnier ist hiermit beendet. Ich danke von Herzen allen Teilnehmern. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und kommt in einem halben Jahr zur nächsten Runde. Und dann ist die nächste Schwierigkeitsstufe garantiert freigeschaltet. Alles ist glatt gelaufen. Das haben wir eurer tollen Zusammenarbeit zu verdanken. Vergesst auch nicht, euren Pferden für die tolle Leistung zu danken.
Wir haben ein Geschenk für alle Teilnehmer vorbereitet. Geht nicht ohne es nach Hause. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja in irgendeinem der folgenden Turniere der Hauptpreis. Irgendjemand kümmert sich ja nicht darum, meine Herzen zu füllen. Tja, stimmt. Ich habe bei Samantha noch 0 Herzen. Ich habe ihr noch nie Geschenke gemacht. Tja. Oh, Gabriel. Du hast tatsächlich gewonnen. Du hast wohl ein höchst außergewöhnliches Pferd geritten. Und da ich auf Tiere stehe, interessiert mich das Pferd eigentlich viel mehr wie du. Und du hast mir schon ewig keine Geschenke mehr gemacht, du Schuft. Ihr zwei habt sicherlich eine besondere Verbindung. Und das finde ich schon bewundernswert. Ich liebe Menschen, die Tiere lieben, weißt du? So, wunderbar. Wo kriege ich jetzt meinen Preis? Ja, wo kriege ich denn meinen Preis her? Ah, orangene Paprika. Kann es sein, dass ich die, dass mein Preis ist, die 5 orangene Paprika? Okay, verstehe. Man gewinnt immer irgendwas, was man ernten kann. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, ich räume jetzt noch die Klamotten weg. Und wir haben das Reitturnier auf alle Fälle gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in einer der nächsten Folgen und in einem der anderen Let's Plays mal reinschaut. Hier Harvest Moon kommt, wie gesagt, sporadisch immer wieder mal zwischendurch, so wie ich Lust und Laune habe. Es ist eigentlich ja mein Reise- und Unterwegsspiel, aber ich halte euch über die Fortschritte auf dem Laufenden. Bis dann und bald. Ciao, ciao.